Herzlich willkommen zurück zu Professor Layton in das geheimnisvolle Dorf. Es ist dunkel geworden und wir dürfen unseren Fortschritt speichern. Dududum. Weg zum Park. Dun, dun, dun. Aha. Es ist jetzt also dunkel, das heißt, es gibt die ganzen Hinweismünzen werden neu verteilt. Hinweismünzen. Da eine und hier noch eine, oder? Da. Ja, da noch eine. Okay. Okay, okay, okay. So. Verzeihung, junge Dame. Könntest du uns weiterhelfen? Wir suchen nämlich jemanden und... Tut mir leid, ich kann euch nicht helfen. Und mit können meine ich wollen. Hihihi. Ich kenne Ramon kaum und deswegen ist mir diese Suchaktion sowas von egal. Aber es könnte eventuell sein, dass mir dazu etwas einfällt, wenn ihr ein Rätsel für mich löst. Junge Dame, für wen hältst du dich eigentlich? Rätsel Nummer 045 auf dem Mond. So, also, du hast hier... wir haben hier ein Gewicht stehen. Dieses Gewicht hier... Versteht ihr? Und das wurde auf eine Waage gestellt. Wenn nun aber, da dieses... Wiegaktion, also... auf dem Mond stattfindet, das heißt, das macht ein Astronaut auf dem Mond. Und auf dem Mond... Nochmal von vorn. Ein Astronaut ist auf dem Mond. Auf dem Mond wiegen die Objekte nur ein Sechstel, nur ein Sechstel so viel, wie sie auf der Erde wiegen würden. Das heißt, ein... Na, nee, das sag ich jetzt besser nicht. Also, und dann hat der Astronaut hier eine Waage hingestellt, so eine ganz normale Waage, und hat ein Gewicht draufgestellt, wo das auf der Erde 600 Gramm wiegt. Wie viel würde dieses 600 Gramm Gewicht nun auf dem Mond wiegen? Wie viel würde die Waage anzeigen? So, natürlich würde man natürlich sofort sagen 100, weil 600 durch 6 ist 100. Das heißt, es wiegt nur 100 Gramm auf dem Mond. Das ist aber falsch, weil die Waage... Schade, dass ich hier nicht zeichnen kann. Die Waage wurde ja unter Berücksichtigung der Waagenschale, also dem Ding hier oben, gewogen. Und das heißt, da das auch nur noch ein Sechstel so viel wiegt wie auf der Erde, zeigt die Waage etwas weniger als 100 Gramm an. Also ist die Antwort B richtig. That should do it. Richtig. Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Ja, 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 okay. Also ich habe ja gehört, wenn man selbst nicht aufpasst, kann man arge Probleme bekommen. Bestimmt war Ramon einfach nicht vorsichtig genug. Wie meinst du das? Punkt, ein größerer Punkt. Es ist ein neues Gemälde, ein Gemäldestück erschienen. Wo kam das hin? Ja, okay, das kann man in die rechte gehen, oder? Ja, okay. So. Ja, Tagebucheintrag. Okay. So. Wohin jetzt? Ach ja, wir sollten ja in Bouillons Lokal gehen. Wo war denn das? Das war doch, glaube ich, hinter dem Glockenturm irgendwo. Oh, Gerard blockiert den Glockenturmeingang. Was da wohl los ist? Oh je, was soll ich nur tun? Wo liegt denn das Problem, mein Herr? Mal sehen. Stark, jung, gesunder Rücken. Oh, ich bin froh, euch zu sehen. Wie bitte? Ich habe überall gesucht und kann sie einfach nicht finden. Ach, Moment mal. Vermutlich habe ich sie heute Nachmittag in der Nähe des Parks verloren. Oh je. Ich würde sehr selbst suchen gehen, aber es wird langsam dunkel. Ja, ja, nachts ist es dort wirklich unheimlich. Quatsch, nichts dergleichen. Ich bin doch kein junger Hüpfer mehr und meine Augen sind auch nicht mehr so gut, wie sie einmal waren. Also, wie sieht es aus, Jungchen? Willst du einem alten Mann helfen und beim Parkeingang nachsehen? Was? Aber wir stecken doch gerade mitten in den Ermittlungen. Ich bitte dich, Luke, kein Grund unhöflich zu sein. Schließlich ist der Park nicht gar nicht weit weg.
Und wer weiß, vielleicht finden wir dort ja auch auch Hinweise, die uns in unserer Sache weiterbringen. Außerdem ist es die Pflicht eines wahren Gentlemans, jenen zu helfen, die Hilfe benötigen. Wunderbar. Ich warte dann hier, bis ihr wiederkommt. Ich verlasse mich auf euch. Eine Kleinigkeit, Norbert Herr. Was genau haben Sie denn nun verloren? Verloren? Ich? Was war das denn doch gleich? Ah ja, genau. Meine Uhr habe ich verloren. Meine beste Armbanduhr. Bitte bringen Sie mir sie zurück, ja? Ja, wir sehen anscheinend die Post. So, und auch hier gibt es wieder Hinweis mit versteckt. Was sind denn die? Da nicht. Hä, wo sind die ganzen Hinweismünzen? Ich glaube, es waren 4. 2 habe ich jetzt gefunden. Da fehlen noch mal ein paar, oder? Drei? Oh, 1 fehlt immer noch. Da hinten? Ja, und 4. Okay, ich habe alle gefunden. Aufgabe, durchsuche den Park. Nein, ich wollte auf den Schuh tippen. Blöde Kuh. Stehst im Weg. Lass mich vorbei. Ich will weg. Na, komm schon. Hopp. Und Laufleiten. Neue Hinweismünzen mal wieder. Wie immer. Wie könnte es auch anders sein? Jetzt finde ich den hier, oder wie? Hä? Zeigt euch. Zeigt euch. Na komm schon. Oh, komm schon. Ich hab dich. Gleich. Da bist du. Da bist du. Gleich mal nachzählen. 4, 18. Ja, okay, das dürfte stimmen. Neuer Tagebuch. Ah. Gerards Misere. Misere? So, mal fragen, ob er Gerards Armbanduhr gefunden hat. Gerard hat etwas verloren. Er wird immer verwirrter. Dauernd fallen ihm Sachen runter. Was ist es denn diesmal? Soll ich mal raten? Eine Armbanduhr etwa? Genau, er hat eine Uhr verloren. Haben Sie sie etwa gefunden? Klar. Naja, um genau zu sein, hat Beatrice sie gefunden. Allerdings war es spät, als sie die Uhr fand, also wollte sie sie noch bis morgen bei sich behalten. Geht doch einfach in die Pension und fragt sie danach. Oh, wartet, Momentchen noch. Wo ihr schon hier seid, könntet ihr mir, bei einem Rätsel helfen? Ich habe zwar eigentlich Angst im Dunkeln, aber dieses Rätsel will ich unbedingt lösen. In dem Rätsel geht es nämlich um Sterne, wisst ihr? Vielleicht könnt ihr es ja lösen. Natürlich, wir helfen Ihnen gerne. Schon wieder 8 Minuten rum und ich komme hier überhaupt nicht voran. Rätsel Nummer 46, Abendstern. Ja, wir sollen herausfinden, wie viele Dreiecke sich in diesem Bild befinden. So, also, zeichnen wir mal nach. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sind es schon mal. Dann sind es natürlich noch 1, 2, 3, 4 und 5. Also insgesamt 10. Dann ist das hier am Dach noch 1 und am Schornstein noch 1, oder? Und ja. Gut, das war's. Also insgesamt 12 Sterne. 12 Dreiecke. Bing. There we go. Du, 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 du. Richtig. Ach ja. Oh, vielen Dank. Jetzt kann ich endlich nach Hause gehen und mich aufschlafen. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Beatrice aus der Pension hat ja. Ja, hast du doch vorhin schon gesagt. Komm, Luke, lass uns gehen. Teddybär, ja, den geben wir Luke, weil Luke Teddybären so mag. Ich muss überlegen, wo gab es denn noch Teddybären? Ich glaube, fast jedem Spiel taucht bei Luke ein Teddybär auf.
in Teil 4 in seinem Zimmer, in Teil 1 hier in der Pension, im Teil 2 im Koffer, in Rätsel Nummer 005, im zweiten Teil, wo er diese Koffer, seine Sachen in den Koffer stopfen muss, ist auch ein Teddy dabei. Bloß im letzten Teil, also im dritten Teil, ist glaube ich noch keiner dabei. Na egal. Okay. Ich höre schon auf. Und jetzt rennen wir noch schnell zu Beatrice. Blöde Kuh, lass mich in Ruhe. So. Hier. Ach ja, hier ist ja noch ein Rätsel versteckt, oder? Ein verstecktes Rätsel. Yippie, Professor, ich habe eins gewonnen. Rätsel Nummer 113, Haustier zu. Ah, 10 Haustiere. Nur... Aha. Mhm. Okay, also, zählen wir mal zusammen. Wie viele Schlangen hat er? Er hat 10 Haustiere. Er hat... Davon sind 3 Schildkröten, weil... Hier ja erwähnt wird mit den 3 Panzern. 6 Flügel, das heißt... Auch 3 Piepmätze. Und 26 Beine. Von den 26 fallen schon mal 6 weg, weil 6 gehören zu den Kanarienvögeln. Und dann fallen noch 12 weitere weg. Weil die jetzt zu den Schildkröten gehören. Also bleiben noch 8 Beinchen übrig. Und 8 durch 4 ist 2, also 2 Hunde. Und das heißt, die restlichen 2 sind Schlangen. Also insgesamt 2 Schlangen hat der kleine Prahlhans unter gerne groß oder wie auch immer. Weiß ich. Was ist denn jetzt los? Hallo? Oh, was ist denn jetzt? Ich dachte, er ist hängen geblieben. Oh, meine Güte, ey. Wenn mir das Spiel nochmal so einen Schrecken einjagt. Nicht, dass mir das Ding mit in der Aufnahme abkackt. Ja, okay, yippie. So, betreten wir einfach mal die Pension. Hallo, ihr Hübchen. Hallo, ihr... Nee, wie hab ich denn gesprochen? Hallo, ihr Hübchen. Na, geht ihr schon ins Bett? Wir hörten, Sie hätten beim Parkeingang eine Armbanduhr gefunden. Stimmt das? Oh, das alte Ding. Gehört die Uhr etwa Ihnen, Professorchen? Professorchen? Oh, nein, sie gehört Gerard. Er hat sie heute beim Spaziergang... Oder Gerard. Wie auch immer ihr ihn aussprechen wollt. Er hat sie heute beim Spaziergang verloren und bat, um sie zu suchen. Das überrascht mich nicht. Gerard verliert doch alles, was nicht an ihm festgeschraubt ist. Also gut, hier ist die Uhr. Wissen Sie, irgendwie passt sie ganz gut zu Gerhard. Ich dachte eben sogar noch, dass das Professorchen... Ey, die hat sie doch nicht mal alle. Ist viel zu schick für so ein altes Teil. Danke für das Kompliment. Ach ja, aus reiner Neugier. Sie haben Ramon in letzter Zeit nicht zufällig gesehen, oder? Ramon? Den dünnen Kerl mit den lila Wurstlippen? Nein, den habe ich heute noch nicht gesehen. Der Knabe trägt zwar immer schicke Klamotten, ist aber ein rechter Faulenzer, wie man so hört. Bestimmt lungert er oben in Bouillons Gaststätte herum. Wieso sucht ihr ihn nicht dort einmal? Nun gut. Wenn das der Fall ist, sollten wir am besten gleich einmal sitzen. Achso, ja, die hat mal erwähnt, dass noch ein weiterer Gast gekommen ist, also lässt die Pension sowieso noch ein bisschen länger offen, damit der Professor und Luke da noch rein können. Oh, ihr habt also meine Armbanduhr gefunden, ja. Selbstverständlich, ein wahrer Gentleman hilft Menschen nur bla bla bla. Ich hab nur wenig Zeit. Oh, jetzt sollen wir noch ein Rätsel lösen. Ich habe nur noch 30 Sekunden, okay. Auf der Flucht. Ja. Antwort ist B. Okay.
Sorry, dass es so schnell gehen muss. Ich will das Rätsel noch in dem Park schaffen, damit ich den nördlichen Teil im nächsten Teil erkunden kann. Im nächsten Part erkunden kann. Ja, schön für dich, Layton. Und wir haben es geschafft. Und komm schon, noch 10 Sekunden. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Ich sag ganz schön, blablabla. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao.